Herzlich willkommen und allerseits einen schönen Abend, auch von meiner Seite. Die Ringvorlesung mit dem Triple N Talk zu den fachübergreifenden Thematik der Nachhaltigkeit ist im zweiten Semester Ihres Bestehens. Nach Kenntnis von dieser Veranstaltungsreihe habe ich jeden Vortrag mit großem Gewinn genossen. Und ich möchte gleich einmal an dieser Stelle den verantwortlichen Lehrstuhlleitern sowie den engagierten Vertretern des in Leoben gegründeten Vereins Engineers for Sustainable Future für die Organisation dieser attraktiven und wichtigen Veranstaltungsreihe herzlich danken. Ein besonderer Dank geht natürlich an Bianca Brandstätter, die auch heute wieder für die technische Abwicklung des Webinars verantwortlich zeichnen wird und insbesondere alle während des Vortrags eingehenden Fragen, die im Q&A oder im Chat gestellt werden dürfen, verwalten wird. Das heutige Thema ist an Brisanz und Aktualität, Stichwort Frachtschiffunglück letzte Woche vor Sri Lanka, kaum noch zu überbieten. Der österreichische Filmregisseur Werner Bothe hat mit seinem Dokumentarfilm Plastic Planet 2009 eine große Öffentlichkeit zum Thema Plastikmüll und der davon ausgehenden Gefahren sensibilisiert. Synthetische Kunststoffprodukte werden in der Natur so gut wie nicht abgebaut, aber mechanische Zerkleinerung führt zu sogenannter Mikro- und Nanoplastik, die dann nicht nur in Meerestieren landet, sondern letztlich auch in unseren Körpern. Die Sprecherin des heutigen Abends, Silke Christiansen, ist Professorin für Physik der Freien Universität Berlin und Honorarprofessorin am Material Science Department der Chungbuk University in Korea. Sie leitet derzeit die Abteilung für korrelative Mikroskopie und Datenanalyse in Forchheim, einer Zweigstelle des Fraunhofer Instituts für keramische Technologien und Systeme. Sie ist eine international ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet des Einsatzes vielfältiger mikroskopischer Methoden in der Nanostrukturforschung. Am IKTS in Forchheim widmet sie sich im Moment dem Nachweis von Mikro- und Nanoplastik. Silke Christiansen hat sich in ihrer Dissertation an der Universität Erlangen mit dem Einsatz von Transmissionselektronenmikroskopie zur Untersuchung von Silizium-Germanium-Nanostrukturen verschrieben. Und die Untersuchung von Halbleiter-Nanostrukturen hat sie danach an viele renommierte Forschungszentren wie das damals weltführende IBM T.J. Watson Research Center in Yorktown Heights in den USA oder die Max-Planck-Institute für Mikrostrukturphysik in Halle und das MPI für Science of Light in Erlangen geführt. Wir beide kennen uns seit gut 2,5 Jahrzehnten und unsere Habilarbeiten wurden nahezu zeitgleich von dem unvergessenen Pionier auf dem Gebiet von Halbleiter-Nanostrukturen Ulrich Gösele begutachtet. Der Kontakt zu Silke wurde kürzlich aufgefrischt, als sich für einen FFG-Antrag zu den potenziellen Gefahren von Mikroplastik im menschlichen Körper mehrere Lehrstühle der Montanuniversität von der Chemie, der Kunststofftechnik, der Physik und vom Mineral Processing mit Medizinern aus Wien und Graz ein fachübergreifendes Konsortium gebildet haben, für das wir Silke als internationale Forschungspartnerin gewinnen konnten. Silke, vor fast genau 2 Jahren bist du das letzte Mal in Leoben live aufgetreten, und zwar als Plenarsprecherin während der gemeinsamen Jahrestagung der österreichischen, das sieht man jetzt nicht, der österreichischen und der deutschen keramischen Gesellschaften. Dieses Mal ist es nun virtuell. Dank der Halbleiter-Nanotechnologien, an deren Erforschung du maßgeblich mitgewirkt hast, ist es möglich. Wir alle freuen uns auf deinen Vortrag und die daran anschließende ausführliche Diskussion. Nochmal in Erinnerung, Fragen im Q&A. Silke, the floor is yours. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die nette Einführung, Christian. So, jetzt sollte ich hier mal scheren. Sehr gut. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Sollte das ja auch noch. Ja, super. Genau, also das Thema Mikro-Nanoplastik treibt mich um. Der Christian hat gesagt, ja, wir haben uns bei der Halbleiterei getroffen. Das stimmt. Aber wenn man Mikroskopie und Spektroskopie betreibt, dann ist man sozusagen nicht festgelegt auf irgendwelche Materialien, sondern man kann sich um alles Mögliche kümmern und das in die Mikroskope und Spektrometer legen. Und genau das tun wir. Und so sind wir auch zum Thema Plastik gekommen. Und das wird das Thema heute sein. Natürlich untersuchen wir in Forchheim, jetzt bei Fraunhofer, auch viele andere Dinge weiterhin, auch technologische Materialien von Batterie über Brennstoffzelle. Aber heute geht es ums Plastik, was mir ein besonderes, auch persönliches Anliegen ist. Ich habe 3 Kinder, für die Zukunft unserer Kinder müssen wir uns hier echt kümmern. Und
Da wollen wir unseren Beitrag leisten mit den Geräten, die wir haben. Und ich möchte euch alle teilhaben lassen an dem, was wir Spannendes auch tun. Ja, das ist Forchheim hier. Das ist die Karte von Deutschland. Wir sind hier unten in Bayern. Schaffe ich das hier noch einen Laserpointer irgendwie? Seht ihr? Ups. Seht ihr den Laserpointer? Ja. Ja, sieht man. Okay. Gut, genau. Also hier ist Forchheim in Bayern und da sind wir in guter Nachbarschaft mit den Siemens Healthineers. Wir sind hier im Medical Valley Center. Wir machen also auch viele medizinische Themen, die hier in Forchheim sehr gut angesiedelt sind. Und da passt natürlich dieses Plastikthema in der Umwelt und auch in Organismen sehr gut. Wir sind eine Außenstelle des Fraunhofer Institutes. Wir haben aber hier auch den INAM Forchheim. Das ist ein Verein, der sich eben um die Forschung und Lehre auch zum Thema Mikroskopie sehr stark widmet. Und deswegen können wir auch ideelle Themen, die nicht nur also Fraunhofer-like für die Industrie wichtig sind, insbesondere auch in der Ausbildung von Nachwuchs angehen. Und da haben wir auch viel mit Schülergruppen und Studenten zu tun und auch die treibt das Thema Plastik immer recht stark um, weil es natürlich um unser aller Zukunft geht. Das Fraunhofer IKTS ist ein großes Institut mit großen Standorten in Sachsen und Thüringen im Wesentlichen, mehr als 700 Mitarbeiter, ein großes jährliches Budget und das sind die neuen Bereiche, Themen, denen wir uns widmen. Energie ist ein großes Thema, Batterie, Brennstoffzelle, biomedizinische Themen. Machen wir auch das Thema Wasser, geht uns alle an und da in diesem Bereich Wasser ist jetzt auch das Thema Mikro- und Nanoplastik angesiedelt. Bevor es in die Details geht, muss ich ein bisschen hier einführen, was meine ich eigentlich, wenn ich von Mikroskopie rede, von Spektrometern, ein bisschen auch Werbung für unser Labor machen. Wir haben sehr schöne Elektronenmikroskope. Wir betreiben ein Labs at Location der Firma Zeiss. Das ist uns Verpflichtung, aber auch ein bisschen Stolz. Denn Zeiss sucht sich da sehr gute Partner, die vielfältiges Equipment natürlich von der Firma haben, aber auch Leute, die thematisch ja, mit Mikroskopen das ganze Feld der Mikroskopie weiterbringen können. Und deswegen war es uns eine Ehre, dass wir da auch ausgesucht wurden. So, was haben wir hier stehen? Wir haben ein Röntgenmikroskop, das ist sowas wie ein CT, das kennen wir, wenn man mal den Arm gebrochen hat. Aber das hat eine bessere Auflösung als ein Best-in-Class-CT. Das heißt, wir können viel feinere Strukturen, Voxelgrößen, das sind sozusagen dreidimensionale Pixel, wenn man so will, von 500 Nanometern aufnehmen. Also das heißt, hochauflösende CT damit betreiben, aber dreidimensionale Volumina analysieren. Wir haben ein Helium-Ionen-Mikroskop. Da nimmt man zur Abbildung Helium oder Neon-Ionen. Nicht Elektronen wie in den üblichen Elektronenmikroskopen, die viel verbreiteter sind. Mit so einem Ionenstrahl kann man auch Material abtragen. Also man spattert beim Abbilden immer auch ein bisschen, kann Massenspektrometrie mit dem gespatterten Material betreiben. Das ist etwas, was wir also eben auch tun, Analytik mit diesem Mikroskop, hat aber auch Abbildungsqualitäten und ist komplementär zu Elektronenmikroskopen, denn der Helium-Ionen-Strahl, der dringt viel weniger tief ein als so ein Elektronenstrahl. Das heißt, wir bilden sehr oberflächennah ab. Das heißt, wir haben auf ein und derselben Probe andere Abbildungsmodalitäten und dann kann man solche Bilder eben zusammensetzen und sagen, ich gucke hier mit an, ich gucke dort damit an und kann mehr Informationen über die Probe gewinnen. Dann haben wir Lichtmikroskope, Laser-Scanning-Mikroskop, ja, was insbesondere für biologische Materialien genutzt werden. Und das sind sozusagen, das ist unser Zoo an Mikroskopen. Und dann haben wir links, sind wir für die Präparation aufgestellt. Und da redet man üblicherweise nicht drüber, naja, präparieren, das muss man halt. Aber eine gute Präparation, eine gute Probe ist viel wichtiger, als man eigentlich denkt. Und da haben wir hier oben Präparationstools im Wesentlichen für die Materialpräparation und hier unten Präparationstools im Wesentlichen für die biologische Präparation. Das heißt, wir können kritisch trocknen, wir können mit einem Mikrotom
Dünnschnitte von Präparaten anfertigen. Wir können hier einen Tissue Processor, wir können also Gewebe prozessieren, ja, das Wasser aus Gewebe durch Alkohol ersetzen und damit haltbare Präparate für die Mikroskopie machen. Und dann können wir hier schneiden, sonen, dünnen, also sehr präzise Präparate herstellen, auch aus großen Materialteilen oder Bauelementen, um sie in unsere Mikroskope für die Feinanalyse zu tun. Also das ist etwas, das darf man nicht gering achten, obwohl man üblicherweise nicht drüber redet. Und da haben wir hier einen sehr schönen Workflow und sind auch hier wieder ein strategisches Kooperationslabor der Firma Leica, was uns auch hilft, hier unsere Präparationstools immer auf dem neuesten Stand zu halten. Und dann haben wir Ich share nochmal. Ihr hört mich aber noch, oder? Ja, wir hören dich noch. Wir sehen jetzt auch wieder deinen Bildschirm. Ja, aber der Bildschirm, der läuft jetzt irgendwie nicht weiter. Verstehe ich das? Wir haben vorhin schön geübt und durchgeblättert. Das war kein Problem. Doch, jetzt geht's. Irgendwie, keine Ahnung, was da war. Genau, dann haben wir zusätzlich zu den Mikroskopen haben wir weiteres Equipment. Ja, wir haben zum Beispiel für die Spektroskopie diverse Raman-Spektrometer, wo man molekulares Fingerprinting machen kann. Was sich dahinter verbirgt, das erzähle ich gleich noch. Wir haben Rasterkraftmikroskopie, das ist ja auch der Christian, hat da natürlich ein viel deutlich diffiziler ausgestattetes Labor dediziert dafür. Wir haben hier ein Gerät, um hier topografische Analysen zu machen, aber auch um hier Conductive AFM, also um elektrische Parameter oder Scanning Ion Conductance, also andere Messmodalitäten mit so einem Rasterkraftmikroskop zu realisieren. Dann haben wir einiges an mechanischem Präparationsequipment, wo wir mechanische Tests machen können, ja, Kompressionstests, Zugbühnen, Biegetests, also alles, um mechanische Kenndaten von Materialien zu erzeugen. Und diese Geräte können wir entweder in unsere Elektronenmikroskope einbauen oder in unser Röntgenmikroskop. Das heißt, wir können also auch in operando mechanische Tests durchführen. Und mechanische Kenndaten von Materialien sind natürlich auch wichtig bei technologischen Materialien und vielleicht mehr als bei biologischen. Und dann haben wir für diese mechanischen Tests hier noch ein Laser, ein Ultrakurzpuls-Laser-Tool, um uns insbesondere für solche dedizierten mechanischen Tests Prüfkörper herzustellen, also mit einem Laser aus Material definierte Geometrien herauszuschneiden, um mechanische Tests durchführen zu können. Und da nehmen wir einen Ultrakurzpuls-Laser, um keine Energie in das Material einzutragen, also um nicht zu erwärmen, das Material durch den Laser zu modifizieren, sondern um sozusagen kalt einfach sofort zu verdampfen und abzutragen. Ja, und damit sind wir eigentlich bei dem, weil hier so eine Bestandsaufnahme, was wir vorliegen haben. Wir nehmen Elektronen, wir nehmen Ionen, wir nehmen Spitzen, wir nehmen Laserstrahlen, um hier etwas über unser Material zu lernen, und zwar elektronische Eigenschaften, optische, chemische, topografische, mechanische, strukturelle. Und hier drinnen sehen wir alle möglichen Akronyme, die brauchen wir gar nicht im Detail anzugucken. Aber wir kombinieren jetzt hier unsere Tools und auch hier die Sonden, die wir verwenden, um diese physikalischen Eigenschaften zu messen. Und hier zum Beispiel optisch, da machen wir Raman, Kathodenlumineszenz, PL. Und so könnten wir hier die verschiedenen Dinge durchgehen. Also will ich jetzt an der Stelle auch im Interesse der Zeit nicht machen. Also das heißt, wir können sehr komplementäre physikalische Eigenschaften untersuchen, und das tun wir auch. Jetzt noch ein wichtiges Vorab ist das, was wir Nano-GPS nennen. Da nutzen wir eine Technologie, die von Horiba Scientific eingeführt wurde. Und das gibt uns die Möglichkeit, auf großen Proben Nanopartikel wiederzufinden in den verschiedenen Geräten, die wir eben gesehen haben. Und das ist ja dann wichtig, wenn wir sagen, wir wollen nicht an irgendeiner Stelle gucken, sondern wir wollen genau den gleichen Partikel, genau den gleichen Plastikkrümel in verschiedenen Messmodalitäten angucken.
Wenn du jetzt eine Probe hast, die so groß ist wie ein 2-Euro-Stück, das ist hier dieses Beispiel, ja, dann würdest du ein Nanopartikel von wenigen 10 Nanometern niemals wiederfinden, wenn du die Probe aus dem einen Gerät rausnimmst und sie ins andere einbaust. Und damit wir das aber doch können, haben wir hier etwas, was wir ein Nano-GPS-Tag nennen. Das ist etwas, der ist hier rausvergrößert. Das ist ein Silizium-Chip, der hier alle möglichen Strukturen hat. Ja, die sind lithografisch hergestellt und er hat hier einen Koordinaten-Nullpunkt, das ist dieses Fadenkreuz. Und bezogen auf diesen Nullpunkt, den kalibrieren wir mit Hilfe dieser Strukturen, die unterschiedlich groß sind, je nachdem, welche Vergrößerung wir in unseren Mikroskopen haben, nutzen wir also die Strukturen hier unterschiedlicher Vergrößerung, kalibrieren in jedem Gerät diesen Nullpunkt, dass das immer Null ist. Und dann bezogen auf diesen Nullpunkt, können wir dann irgendwo auf der Probe eine Koordinate x, y, Theta haben. Das ist unser Partikel und den finden wir dann mit Hilfe dieses Nano-GPS-Tags in allen unseren Geräten wieder. Und das ist natürlich ein großer Gewinn, wenn wir wirklich identische Partikel anschauen wollen. Und das können wir jetzt hier machen. Hier sehen wir also das Beispiel. Hier ist unsere Probe. Das ist ein Sieb, Polycarbonat-Sieb. Da sind Nanoplastik, Mikro- und Nanoplastikpartikel drauf. Die haben wir durch Filtern hergestellt. Und jetzt kalibrieren wir hier unseren Nullpunkt und können dann Partikel im Raman-Mikroskop, was hier dieses Gerät ist, und im Raster-Elektronenmikroskop wiederfinden. Identische Partikel. Diese Partikel sind die gleichen wie hier, sehen halt unterschiedlich aus in den verschiedenen Geräten. Das ist ein wirklicher Gewinn, um korreliert über Partikel etwas zu lernen und ist für uns wirklich eine Eintrittskarte, um hier auch in diesem Mikro- und Nanoplastikgeschäft neue Erkenntnisse zu gewinnen. So, jetzt erlaubt mir der Rechner wieder nicht weiterzugehen. Ansonsten kannst du es, glaube ich, auch links unten mit den Pfeiltasten probieren. Ja, aber der reagiert gar nicht. Verstehe ich nicht, was los ist. Beim Üben war das da kein Problem. Bitte die Pfeiltasten hier wieder. Okay. Gut, dann fangen wir jetzt an. Also genug der Vorrede. Wir kennen jetzt die Geräte, wir kennen die Bedingungen hier, um identische Partikel wiederzufinden. Und jetzt müssen wir noch klassifizieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Mikro- und Nanoplastik reden. Nanoplastik sind Partikel, die hier kleiner ein µ sind. Mikroplastik 5 mm, das ist so Konvention, dann Meso, Makro, Mega. Und ja, diese Partikel findet man hier an den Stränden, aber natürlich auch irgendwie in unseren Mineralwässern und in allen möglichen anderen, wo drin überhaupt und wo es überhaupt auch nicht hingehört, das lernen wir noch im Laufe des Vortrags. Und dann haben wir natürlich verschiedene. Ja? Wir sehen im Moment keinen Screen von dir, nur dein. Okay, das ist natürlich nicht gut. Also ich weiß nicht, was irgendwas scheint im Hintergrund zu laufen, was ich aber nicht verstehe. Jetzt wieder? Seht ihr jetzt wieder was? Sehen wir wieder alles, ja genau. Sehen wir wieder alle. Gut. Versuche ich mich nochmal mit dem Präsentationsmodus. Und wenn das jetzt aber wieder hängt, vielleicht, also stört es sehr, könnt ihr das gut sehen, das große Screen, dann würde ich das nämlich so lassen. Ich fürchte, da ist irgendwas mit dem Präsentationsmodus. Kann man das gut sehen? Das Haupt- ja, das ja, geht oder? Schon. Okay. Also hier Nano, Mikro, Meso, Makro, Mega. Ja, und dann die verschiedenen Darreichungsformen, Fragmente, Pellets, Filme, Schäume und Fibers. Und ja, und das ist auch all das, was man als Plastikrückstand überall findet und analysieren muss. Dann sollten wir uns noch darüber einfach nur Gedanken machen, wie kommt es eigentlich von Makro zu Meso zu Mikro- und Nanoplastik. Und da, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Man hat ein Partikel und man hat jetzt alle möglichen Angriffe auf diesen Partikel, mechanisch, biologisch, photooxidativ, thermisch. Ja, und so wird aus einem Partikel irgendeiner Form und Größe mit der Zeit einfach immer viele Partikel und kleinere Partikel, ja, die sich hier abspalten. Das heißt, es kommt zur Fragmentierung, es kommt
zur Degradation mit all diesen, durch all diese Angriffe, die es hier in der Umwelt gibt. Und dann gibt es zusätzliche Prozesse, die man berücksichtigen muss. Also es gibt zum Beispiel bei der Prozessierung gibt es Chemikalien, die solchen Plastik zugesetzt sind. Die können dann auslaugen aus den Partikeln. Es gibt mit der Zeit auch Biofilmbildung sehr stark, dieses Biofouling. Und all das sind Prozesse, die man zusätzlich berücksichtigen muss. Dann haben wir hier sozusagen weiterhin zum Thema Setting the Stage, über welche Plastikpartikel reden wir eigentlich? Und da gibt es hier eine Fülle von Abkürzungen. Ja? Und der Chemiker kennt sie alle und ich kenne sie inzwischen auch alle, aber es gibt ein paar gängige, die kennt jeder aus seinem täglichen Gebrauch. Zum Beispiel, wenn wir Plastikflaschen nehmen, dann sind die aus PET und haben ein PP, Polypropylendeckel. Ja? PVC, das kennt man weil in Deutschland zumindest aus Omas Küche, war immer ein PVC-Boden, also Bodenbelege. Dann gibt es Schäume, PU, ja, bei der Herstellung von Bädern, damit die Kloschüssel nicht wackelt. Und so kann man das alles durchgehen. Das heißt, das sind also technisch in verschiedensten Produkten eingesetzte Polymere, wie zusätzlich zur Farbgebung oder zum Beispiel zur Installierung von Eigenschaften, zum Beispiel Flammenresistenz oder Stabilisierung, mechanische Eigenschaften, gibt es also Additive für alle möglichen Anwendungen. Also in unserem täglichen Leben überall finden solche Polymerprodukte Einzug. Größe variiert, haben wir schon gesehen, Morphologie variiert, Farbe kann variieren. Und dann gibt es noch Zusätze, die nach und nach mehr und mehr verboten werden, aber teilweise auch noch nicht verboten sind, die als Ökotoxine zu bezeichnen sind, weil man weiß, dass sie einfach den Lebewesen, Organismen, zum Beispiel in Ozeanen, wo es am meisten untersucht ist, aber sicherlich auch sonst in der Umwelt, Schaden zufügen. Und da ist man dabei, das zu verstehen und auch nach und nach durch regulatorische Prozeduren nach und nach vielleicht auch zu verbieten. Ja, dann, das ist so etwas nur, um es im Kopf zu haben, so eine PET-Flasche, die wir täglich unter Umständen an heißen Tagen mehrfach kaufen, mehrfach wegschmeißen, eine Handvoll solcher sogenannten Pellets, die die Grundsubstanz für die Herstellung so einer Flasche oder für die Herstellung auch all der Artikel und Produkte, die wir vorher gesehen haben, sind. Also das heißt, diese Pellets werden mit Containerschiffen über die Welt geschippert und werden dann bei der Prozessierung gar in Form gegeben und finden Einzug in all diese Produkte, die wir sozusagen kennen. Und so eine Handvoll Pellets ist eigentlich schon eine Menge für eine Flasche. Das heißt, skaliert zu all dem, wo wir Plastik nutzen, ist das natürlich etwas, was problematisch sein kann. Und man hört immer von diesen Pellet-Spills, also wenn die hier über containerweise verladen werden, dann fällt mal so dieses, rieselt dieses feine Zeug auch raus und überall hin. Das heißt, diese Pellets findet man heute vermehrt an den Stränden. Es gibt Regionen, wo das mehr als Sand ist inzwischen. Also das ist wirklich auch ein Problem. Dann eine weitere, jetzt kommen ein paar Folien zur Sensibilisierung. Und ich glaube, inzwischen sind wir alle sensibilisiert, aber ein paar Sachen haben mich mehr oder weniger schockiert und ich zeige ein paar, die mich schockiert haben, die auch sehr aktuell sind. 2018 ist nicht so lange her. Da wurden sozusagen in Kleintiere, Weichtiere, Fische war hier das Größte, also aus dem ozeanischen Umfeld, wurden Experimente gemacht und wurden Partikel verfüttert mit Zusätzen. Also zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol, PVC, also diese viel verwendeten Polymere wurden als Nanopartikel verfüttert mit Zusätzen. Und die Zusätze waren entweder organischer Art, ja, dieses PAH, PCB sind organische Zusätze, die viel bei der Produktion verwendet werden. Und hier aber auch zur Farbgebung, ja, hier auch metallische Zusätze. Was man hier oben sieht, ist die Zahl der Experimente. Und da muss man sagen, wir arbeiten hier mit kleinen Zahlen. Es wurden nicht so viele Experimente gemacht. Wenn man aber schaut, was passiert ist, dann ist es doch etwas, was einen zumindest nachdenklich stimmt. Ja? Dass nämlich
diese Partikel, wenn sie Mikro und Nano sind, also sehr klein, mit diesen Zusätzen dazu führten, dass solche Weichtiere und Kleintiere entweder gestorben sind, ja, verändertes Verhalten hatten, ja, Neurotoxizität nachgewiesen wurde, Zytotoxizität, ja, dann Reproduktionshemmnisse, also in der Vermehrung stattgefunden haben. Das heißt, das Ganze ist doch etwas, ja, alarmierend, wo man hingucken muss und wo man natürlich mehr Experimente als diese abzählbar vielen, ja, die natürlich statistisch nicht signifikant sind. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagt, da sollte man einfach mehr hingucken und mehr Experimente machen, denn es sind zumindest ja, alarmierende Ergebnisse doch teilweise herausgekommen. Dann sind das Bilder, die um die Welt gehen, ja, National Geographic, ja, 2018 Collection, ja, das ist ein Fluss in Bangladesch, ja, wo diese Frauen, wird es im Wesentlichen auch, ja, davon leben, dass sie hier Plastik farblich sortieren und kriegen dafür Geld. Aber es ist natürlich Wahnsinn, dass man das Flusswasser vor lauter Plastik nicht mehr sehen kann. Und das sind natürlich weitere Bilder, die auch teilweise berühmt sind und um die Welt gegangen sind. Diese Great Pacific Garbage Patch, was vor der Küste Kaliforniens sozusagen zirkuliert, was also voll von Plastik ist und was natürlich hier zu dem Sterben der Tiere führt, die hier in Konflikt mit Netzen kommen, ja, die aber auch in Konflikt hier mit, ja, mit Plastik kommen, was sie einfach in der Nahrung mit aufnehmen. Also das sind alarmierende Bilder und das ist hier dieses Garbage Patch, von dem ich geredet habe, was hier vor der Küste Kaliforniens zirkuliert, was so groß ist wie 6-mal die Fläche Frankreichs, ja, aber das ist natürlich nicht das einzige vor den, also die Five Dryers, ja, diese zirkulierenden Meeresströmungen, ja, die führen natürlich solche Garbage Patches ja auch vor den anderen Kontinentmassen und drehen sie im Kreis und das ist natürlich extrem viel Plastik im Wasser. Und diese Five Dryers, ja, ist auch eine Aktivistengruppe, die heißen genauso in Kalifornien, da kann man sich gerne auch mal die Webseiten angucken und sehen, was, ja, was sich hier wirklich in diesen Five Dryers wirklich im Detail abtut, ja, bezogen auf Plastik. Fangen wir an bei der Geschichte. Plastik gibt noch gar nicht so lange. In den 1950ern wurde das sozusagen als Segnung für die Menschheit gefeiert, ja. Dieses Bild hier aus der Zeitschrift Life in den USA, finde ich, habe ich aufgetan, ist ganz erhellend. Ja. Da wurde ausgerechnet, dass all diese Produkte, die jetzt als Wegwerfprodukt plötzlich verfügbar sind, die helfen dafür, dass die Hausfrau 45 Stunden weniger mit Spülen beschäftigt ist. Also es wurde als Segnung für die Hausfrau, die jetzt mehr Zeit für Familie und Freizeit hat. Damals hat man aber natürlich noch nicht gesehen, was das langfristig auch perspektivisch für Probleme mit sich bringen kann. Gleichzeitig ist es so, die Herstellung ist auch billig und man ist mehr und mehr eingestiegen mit den Jahren seit 1950 hier Plastik, verschiedene Formen hier und hier steht mal die, stehen die Abkürzungen ausgeschrieben, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und so weiter, ja, also für diese verschiedenen Anwendungen haben sich verschiedene Plastikformulierungen chemischer Art hervorgetan, die heute auch im großen Stil genutzt werden. Und natürlich findet man all diese Formen auch wieder, ja, und zwar in der Umwelt, als Droplets in der Umwelt, viel in unseren Ozeanen und Flüssen. Und je mehr das Ganze, je populärer eine Formulierung ist, je mehr sie benutzt wird, hier zum Beispiel hier die Plastiktüten, ja, umso mehr findet man sie als Droplet in der Umwelt wieder. Das zeigt diese Folie hier. Und hier 1950 fing das Ganze an. Also das, was ich eben schon zusammengefasst habe, sieht man hier nochmal wirklich quantitativ. Da ist akkumuliert das, was über die Zeit an Plastik produziert wurde. Und zwar hier aufgeteilt für die verschiedenen Anwendungen, also in
in der Verpackung, in Textilien, in der Elektronik, im Transportwesen und so weiter, ja, im Bauwesen. Und das ist hier akkumuliert und geht natürlich stetig sondern exponentiell nach oben. Und wenn wir regulativ nicht eingreifen, wird das Ganze einfach nur mehr. Oder wenn wir nicht recyceln, einsparen, zurückfahren, umdenken, ja, geht das hier einfach immer noch steiler nach oben. Silke, ja? Vielleicht können wir es doch noch mal versuchen, weil jetzt hast du ein paar Folien mit sehr kleiner Schrift. Vielleicht können wir doch noch mal Präsentationsmodus versuchen und dann, dass du mit den Pfeilen nach vorn oder hinten weiterblätterst. Ja, also das Problem ist, dass immer der Rechner dann eingefroren ist, wenn ich, also irgendwann in dem Präsentationsmodus, warum auch immer, ich weiß nicht, was hier im Hintergrund läuft. Also ich versuche gerne nochmal und wenn nicht, müssen wir wieder zurück. Genau. So also, ist doch besser, weißt du. Ja, okay, also ich versuche mal mit den Pfeilen hier unten. Genau, und also das, was jetzt an Plastik für die verschiedenen Anwendungen verwendet wird, das findet sich auch als Droplet hier im Bodensatz auf den Meeresböden. Ja? Das heißt, all das Plastik, und das sind 12,2 Millionen Tonnen pro Jahr, ja, schwebt hier im Wasser, sinkt perspektivisch, 94% davon sinken auf den Meeresboden über kurz oder lang. Und das Ganze kommt alles quasi vom Land. Ja, ein bisschen was wird auch auf See über, ja, von Schiffen, Fischernetze und so weiter einfach direkt ins Meer gegeben. Vieles kommt auch von den, also oder ein bisschen was kommt auch von den Beaches. Das macht hier diese Gesamtzahl. Aber die Zahl hier unten ist wichtig. 94% sinken auf den Meeresboden. Und wenn man jetzt schaut, was ist das eigentlich, dann ist ein Drittel Autoreifenabrieb. Ja, auch eine Zahl, die war mir vorher nicht so bewusst. Ein Drittel Autoreifenabrieb, ein Drittel hier diese Pellet Spills, also das, was ich eben gesagt habe, ja, diese Grundsubstanzen bei der Herstellung. Dann hier ein bisschen Textilien, ja, Farben, ja, Kosmetik. Ja, also das letzte Drittel ist dann der ganze Rest. Ja. Also auch Zahlen, die man sich ein bisschen zu Gemüte führen sollte. Und dann ist jetzt natürlich all das inzwischen auch dort, wo es nicht hingehört und betrifft uns auch in unserer Nahrungskette. Also so eine Sardinenbüchse, die enthält alle möglichen kleinen Plastikpartikel unterschiedlicher Zusammensetzung. Hier auch in Muscheln und Schalentieren hat man das schon länger. Das ist hier schon ein Artikel von 2008, findet sich das wieder. Und das ist natürlich etwas, das nehmen wir jetzt einfach mit auf. Das ist hier von der Gruppe Five Giants, von diesen Aktivisten, von denen ich gesprochen habe. Und das ist auch ein Bild, was um die Welt gegangen ist. Ja. Ein Magen so einer pazifischen Fisches, ja, was natürlich alle möglichen Plastikpartikel enthält, die da nicht hingehören, die der Fisch aufgenommen hat und letztlich auch zum Tode geführt hat. Und das ist eins. Im Magen, ja, sind diese Partikel. Manche werden natürlich auch wieder ausgeschieden, aber wo man sich auch Gedanken macht, reichert sich nicht Plastik im inneren Organ, ja, Leber, Niere und so weiter an. Und da gibt es erste Hinweise und das Ganze wird jetzt inzwischen mehr und mehr untersucht, ist aber jetzt wirklich einfach dabei, untersucht zu werden. Dass es zu einer Anreicherung kommt, hat damit, also können wir hier einfach auch in solchen Tierversuchen, ja, die muss man sich natürlich ethisch genehmigen lassen, aber solche Experimente werden genehmigt, wurden genehmigt und das sind die Ergebnisse, die hier, ich glaube, ich muss das doch so machen, sonst geht das hier gerade wieder ein, die hier genehmigt wurden, zum Beispiel hier Experimente mit der Maus, wo wir hier innere Organe, Leber, Niere, Darm genommen haben, ja, wo diese Tiere absichtlich mit Mikroplastikpartikeln gefüttert wurden, ja, und wo man jetzt Anreicherung dieser Partikel, die ja farblich eingefärbt, ja, in der Mikroskopie in Dünnschnitten identifiziert wurden. Also man findet Rückstände von Partikeln, von kleineren, hier 5 Mühe, auch größeren, in diesen inneren Organen der Maus, in solchen Experimenten. Und das ist natürlich alarmierend und was das für den Menschen zu bedeuten hat, das kann man sich ausmalen und auch dafür werden ja mehr und mehr jetzt Experimente gemacht und ich denke, das Projekt, was ihr jetzt hier in Österreich eingereicht habt, ist natürlich ein
Beispiel, was genau in diese Richtung geht und wo ich denke, das ist absolut zeitgemäß, weswegen ich mich auch freue, dass ihr uns gefunden und gefragt habt. Und ich drücke natürlich sehr die Daumen, dass es da zur Förderung kommt, weil es ein wichtiges Projekt ist. Ja? Also Anreichungen im inneren Organ auch für den Menschen zu untersuchen. Bisher gibt es viel mehr Tierversuche oder Experimente in Tieren aus dem Ozean. Experimente oder Studien am Menschen sind wirklich noch selten. Dann gab es 2019 eine Studie Plastik im Schnee. Und zwar vom Alfred-Wegener-Institut in der Helmholtz-Gemeinschaft hier aus Helgoland durchgeführt. Helgoland liegt hier, ist die einzige Hochseeinsel, die Deutschland hat, ist also hier ein bisschen ab von der Küste. Das lange Anna hier, diese Felsformationen sind vielen Leuten bekannt. Dieses Institut auf der Insel, die haben diese Schneestudie gemacht, die wirklich viel Furore gemacht hat und die ich deswegen auch kurz vorstellen möchte. Was sie gemacht haben, ist an verschiedenen Plätzen, die weit ab von der Zivilisation sind, also in der Arktis, ja, in den Schweizer Alpen, auf Helgoland selbst, wo quasi keine Autos fahren, ja, weil die Insel da keine wirklichen Straßen hat, weil sie zu klein ist für den Autoverkehr. Überall dort hat man Plastik gefunden, und zwar auch sehr viel Autoreifenabrieb. Die gelben Punkte hier sind Rubber, ja, sieht man hier in der Legende. Das heißt, dieses Plastik, was man aus dem Schnee dieser verschiedenen Locations, also Arktis, Schweizer Berge, Helgoland, was man dort herausgefiltert hat, da ist sehr viel, das Ganze ist dominiert von Autoreifenabrieb, insbesondere auch in Gegenden, wo gar keine Autos fahren. Das heißt, man muss zu dem Schluss kommen, dass feines Mikro- und Nanoplastik auch airborne, also über die Luft, ja, überall auf der Welt hinkommt, selbst in solche entlegenen Gegenden. Und das war einem vorher nicht so klar und das hat diese Studie jetzt wirklich nachgewiesen. Da sieht man hier, das ist hier das Zitat dieser Studie, also in Science Advances, also gern mal lesen, da sind sehr viele quantitative Daten, viel mehr als ich jetzt hier auch referieren kann. Und das hier sind so Beispiele. Sie haben also immer hier solche Glascontainer voll Schnee gefüllt, haben immer das gleiche Volumen genommen, haben den Schnee geschmolzen und dann durch solche Polycarbonatfilter, wie wir sie auch verwenden, gefiltert. Ja, und dann alles das, was hier im Filterkuchen hängen bleibt, analysiert. Analysiert man sie im Wesentlichen mit FTIR, Fourier Transform Infrarotspektroskopie. Das ist eine Fingerprinting-Methode, wo man eben dann sagen kann, anhand einer charakteristischen infrarot-spektroskopischen Signatur, um was für Formen von Plastik es sich handelt. Und auch wenn wir da jetzt nicht ins Detail dieser Methode gehen, ja, kann man hier sehen, alles diese gelben Punkte sind autoabhängig. Ja. Und hier ist das Ganze nochmal quantitativ aufgetragen. Wir haben also Plastikpartikel in geschmolzenem Schnee, Partikelanzahl n pro Liter. Und da gibt es hier, die Spitzen haben hier 150.000 Partikel hier irgendwo in den bayerischen Bergen, ja, hat man hier diese Proben entnommen. Aber hier auch arktische Proben und auch aus Helgoland, wo gar keine Autos fahren, ja, gibt es hier echt substanzielle Anzahl von Plastikpartikeln und vieles eben dieser Autoreifenabrieb. Und vieles dieser Autoreifenabrieb, das sieht man hier an solchen Auftragungen. Ja, alles, was gelb und grün ist, ist Autoreifenabrieb, ja, gelb und grün hier. Das heißt, da ist viel gelb und grün. Egal, ob Autos in diesen Gegenden, wo die Proben entnommen sind, ob Autos dort fahren oder nicht. Und so sehen die Proben aus. Die habe ich dann aus Helgoland geholt, mitgenommen. Und das sind hier diese 2-Euro-Stück, sind die ungefähr groß. Ja, also diese Filter, die mit einem so golden glänzen, weil sie mit einer dünnen Metallschicht, ja, von 10 Nanometer Gold oder aus Aluminium bedampft sind, damit man danach besser Spektroskopie machen kann. Und das ist so ein Filter unter unserem Lichtmikroskop. Und wir sehen hier so kleine viereckige Kacheln. Das ist durch das Stitchen, ja, also wir fahren mit unserem Mikroskoptisch, fahren wir nach und nach weiter und nehmen dann ein Feld nach dem anderen auf.
nehmen ein Feld nach dem anderen auf und integrieren das zu einem Gesamtbild und können dann hier in so einem Filter gucken, diese Partikel nachher quantitativ auswerten, zählen, nochmal höher aufgelöst, im Elektronenmikroskop angucken, all dieses. Das hier ist eine nicht mikroskopische Aufnahme. Ja. Wir können dann aber auch molekulares Fingerprinting machen mit diesem FTIA oder mit Raman, komme ich gleich noch drauf. Dann sehen wir hier unser Helium-Ionen-Mikroskop und sehen hier mal ein bisschen in höherer Auflösung, wie diese Filter aussehen. Also wir haben hier diese Polycarbonatfilter. Wir haben statistisch verteilt Löcher schon 300 Nanometer im Durchmesser. Ja, die sind alle gleich groß, aber sind statistisch verteilt. Und alles, was dann größer 300 Nanometer ist, das bleibt hier in diesem Filter hängen. Und da sehen wir hier schon auch solche Partikel, die wir hier herausfiltern. Oder hier nochmal ein Beispiel, ja, Partikel, die wir hier herausfiltern. Das ist hier in unserem Elektronenmikroskop angeklickt. Und dann können wir halt sehen, mit Elektronenmikroskop können wir hier auch sehr kleine Partikel anschauen, mit FTIA, das war das, was wir aus dieser Schneestudie gesehen haben, können wir nur Partikel größer 20 µm, das ist die Auflösungsgrenze dieser Technik. Das heißt, wir werden hier Partikel sehen und zählen, die größer 20 µm sind. Aber viele Partikel sind auch viel kleiner. Das heißt, die Zahl wird noch viel, viel größer sein als das, was hier in dieser Science-Studie abgebildet ist, wenn man mit Mikroskopen hinschaut, die höher auflösen. Und das haben wir jetzt mit diesen Proben gemacht. Das heißt, wir haben neben dem FTIA jetzt Raman-Spektroskopie, das kann ungefähr 1 Mikrometer auflösen, und Elektronenmikroskopie, das kann natürlich noch viel, viel kleinere Partikel auflösen. Raman-Spektroskopie ist eine Technik, sogenanntes molekulares Fingerprinting. Da nimmt man einen Laserstrahl, regt Partikel zu Vibrationen an. Die Vibrationen sind charakteristisch für die Zusammensetzung. Und das Raman-gestreute Licht ist dann also wieder charakteristisch für das Material, das wir angeregt haben, und kann dann klassifizierend wirken für die Partikel, die wir angeschaut haben. Was man genau damit jetzt macht und meint, das sehen wir jetzt im Folgenden. Raman ist hier ein indischer Wissenschaftler, der den Physik-Nobelpreis gewonnen hat, gestorben 1970. Der hat diese Technik erfunden. So, man kann solche Geräte kommerziell kaufen. Man kann da ist auch viel Software drin, viel automatisiertes Partikel identifizieren, Partikel anfahren und Partikel messen. Also hier mit unserer automatischen Partikelzählung können wir im Dunkelfeld Lichtmikroskop diese Partikel hell leuchtend sehen. Das sind all diese. Und das Raman-Spektrometer fährt jetzt diese einzelnen identifizierten Partikel an. Deswegen haben wir hier alle eine Nummer und nimmt ein Spektrum auf. Und anhand dieses charakteristischen Raman-Spektrums können wir jetzt verschiedene Plastikarten klassifizieren. Und da gibt es jetzt die blauen, die roten, die gelben, die grünen. Das sind unterschiedliche Zusammensetzungen, ja, die im Raman-Spektrum charakteristisch sind. Und was wir genau damit meinen, das sehen wir im Folgenden. Also diese Signatur hier, diese Peak-Landschaft, türkis, blau, rot, grün, sieht sehr unterschiedlich aus. Ja? Die kann man eindeutig identifizieren, die kann auch ein Rechner identifizieren. Das ist das, was wir als molekulares Fingerprinting bezeichnen. Und hinter jeder Signatur verbirgt sich jetzt eine Zusammensetzung der zugrunde liegenden Plastikart. Da haben wir hier PE, Polyethylen, PVC, Polyamid, Polystyrol, also genau die, die wir vorher auch schon hatten. Und jetzt haben wir hier unterschiedliche Partikel, die haben dieses molekulare Fingerprinting, die haben im Lichtmikroskop sehen die so aus. Und wenn wir aber jetzt im Elektronenmikroskop hinschauen, sehen wir, dass zum Beispiel ein Partikel, der hier wie ein so ein großer Block dasteht, eigentlich aus 50 kleinen Einzelnen bestehen. Und je kleiner die Partikel, desto gefährlicher, desto mehr können sie vielleicht auch in Zellen eindringen, die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, ja, plazentagängig sein. Also je kleiner, desto gefährlich. Das heißt, wir müssen, und dafür brauchen wir unser Nano-GPS, neben der Lichtmikroskopie, wo wir kleine Partikel nicht einzeln auflösen können, noch Elektronenmikroskopie machen, um zu sehen, haben wir einen einzelnen Partikel oder haben wir 50 kleine. Das kann man mit dem Lichtmikroskop nicht sehen. Und diese Korrelation, die machen wir, und das machen gar nicht viele, also wir sind eigentlich die Einzigen im Moment, um hier so eine Korrelation zu machen und zu sagen,
Wir machen molekulares Fingerprinting mit Raman und können sagen, das grüne ist PE, das rote ist PVC. Das sehen wir hier farblich poliert, mit Raman identifiziert. Wir machen aber auch Elektronenmikroskopie, um zu sehen, ob ein großer Block vielleicht nicht 50 klein sind. Und je kleiner, desto gefährlich. Ja, das heißt, wir machen hier eine Korrelation von Lichtmikroskopie, von Elektronenmikroskopie, Raman-Spektroskopie, um hier ein komplettes Bild der Plastikpartikel zu bekommen. Und dass das wichtig ist, dass die Größe eine Rolle spielt, dafür habe ich hier nochmal in der Literatur ein für mich sehr einleuchtendes Beispiel gefunden. Das hier waren Kollegen von der Universität Göteborg, Karin Maxen und Kollegen, die haben hier Fische mit Partikeln unterschiedlicher Größe gefüttert und haben 50 Nanometer Partikel, 180 Nanometer Partikel Polystyrol als Beispiel genommen. Haben das dem Futter beigegeben und die Fische haben das auch gefressen und haben dann Studien gemacht, Ad1 zur Fischaktivität, also haben geschaut mit Kameras, wie sehr bewegen sich die Fische, wie viele Kilometer legen die am Tag zurück in ihrem Glas, also haben sozusagen getrackt, ja, die Bewegung der Fische, haben aber danach auch Gewebe der Partikel analysiert und haben immer hier das Gehirn angeschaut, haben also Gewebeschnitte im Gehirn gemacht und haben geguckt, ob sie Rückstände von Plastik im Gehirn finden. Und sie haben Rückstände gefunden, und zwar je kleiner die Partikel auch, desto mehr, die verfütterten Partikel, desto mehr. Also das heißt, es ist Plastik ins Gehirn eingedrungen und gut war, dass die Kontrolle, der Kontrollfisch, der kein Plastik gefüttert hat, auch kein Polystyrol im Gehirn hat. Also das heißt, die Kontrolle hat hier gut funktioniert. Das heißt, auch das hier, je kleiner die Partikel, desto mehr Anreicherung der Partikel im inneren Organ inklusive des Gehirns, wie in diesem zumindest beim Fisch wieder in diesem Beispiel zu sehen ist. Aber hier auch Partikel, die Fische werden fauler, finden ihr Futter nicht mehr so einfach und so. Also das waren hier aus diesen Verhaltensstudien ist zusätzlich herausgekommen. Also das heißt, deswegen wichtig auch in Mikroskopen zu gucken, ob wir wirklich auch kleine Partikel haben, die wir vielleicht mit FTIR nicht sehen, mit Lichtmikroskopie nicht sehen. Dann eine Studie, die ist schon näher an den Menschen, eine Studie, die uns selbst betrifft, ist das Schmelde Mineralwasser, haben wir zusammen mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hier in Bayern gemacht, haben verschiedene Sorten von Plastik, gängige Brands, ja, von Mineralwasser, die in Plastikflaschen kommen, aber auch in Glasflaschen kommen und haben das zusammen hier mit den Kollegen vom Ministerium analysiert und das Ganze auch publiziert. Also Details kann man hier in den Publikationen nachlesen. Zusammengefasst in dieser Studie ist Folgendes herausgekommen. Und wir sind hier Team Osman. Gleichzeitig gibt es eine weitere Studie, wo auch Mineralwasser untersucht wurde, wo aber bei Partikeln größer 5 µ aufgehört wurde. Und es gibt auch regulatorisch muss nur bis zu 5 µ geschaut werden. Das heißt, kleiner 5 µ muss man regulatorisch gar nicht schauen und haben diese anderen Leute auch nicht getan. Wir aber schon. Und was herausgekommen ist, dass beide Studien große Partikel, also irgendwas größer 5 µ, haben wir halt in manchen Flaschen hat man das gefunden, in anderen mehr, in anderen weniger, aber immer abzählbar viele Partikel. Aber hier kleiner 5 µ. Ja, da waren teilweise richtig viele Partikel und wir haben ja eben gesehen, je kleiner, desto gefährlich. Das heißt, diese Partikelzahlen hier, kleiner 5 µ, haben wir einige tausend, bei manchen Flaschen bis zu 20.000 Partikel gefunden. Und das in Single-Use-PET-Flaschen, in Reusable, also in mehrfach benutzten PET-Flaschen, aber auch in Glasflaschen. Das ist jetzt mal erstaunlich, warum eigentlich auch in Glas. Da müssen wir sagen, die Partikel, die wir hier im Glas gefunden haben, die kamen von der Banderole. Das waren Farbstoffmoleküle von den Aufdrucken der Banderolen. Diese Partikel hier hingegen, bei den PET-Flaschen, waren im Wesentlichen PET-Plastikabriebpartikel aus der Herstellung oder aus der Reinigung. Und das können wir hier in dieser Zusammenfassung sehen. Also wir haben im Wesentlichen PET
Partikel gefunden in PET-Flaschen. Hier in Glasflaschen waren es im Wesentlichen Farbstoffmoleküle. Und wir haben 95% der Partikel sind kleiner als 5 µ. Das war erstaunlich. 50% der Partikel sind sogar kleiner als 1,5 µ. Und das war im gängigen Mineralwasser, die wir alle kaufen. Hergestellt, da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben, ja, dass wir hier saubere Bedingungen realisiert haben bei der Probenpräparation. Ja. Wir haben hier in abgesaugten Hoods gearbeitet, ausschließlich mit Glasware. Das ist hier so ein Flask, wo diese 2 Euro Stück große Filter drin war. Hier oben hat man das Mineralwasser hineingekippt. Und so schaut dann dieser Filter hier aus. Den haben wir hier mit 30 Nanometer Aluminium geschichtet. Im Wesentlichen, um einen Spiegel zu erzeugen, damit wir Rahmenspektroskopie machen können. Denn Rahmenspektroskopie dringt sonst relativ tief auch in diesen Polycarbonatfilter ein. Und wenn so ein Spiegel ist, wird das Laserlicht dort reflektiert. Das heißt, alles, was unter dem Spiegel ist, wird gar nicht gesehen vom Laser. Und deswegen analysieren wir dann also nur die Partikel, die drauf sind. Dafür hier diesen silbernen Spiegel. Und das ist hier so ein Dunkelfeldmikroskop, wo wir hier wieder die Partikel einfach als hell leuchtende Flächen auf so einer Probe sehen. Ja, und das ist hier das molekulare Fingerprinting. So sieht so ein Rahmenspektrum von PET aus. Ja, wirklich das Grund, also Raw Data an dieser Stelle ist 94% hier sind PET-Partikel. Ja, und das also zu dieser Mineralwasserstudie. Jetzt sind wir schon recht nah am Menschen. Jetzt gibt es, und das war auch so ein bisschen ein Aufhänger, hier weiter zu suchen und weiter auch zu analysieren. Jetzt gibt es, wenn wir hier Lunge und Niere angucken, und also das sind innere Organe, wo man sich vorstellen kann, dass über die Luft, die man einatmet, oder über die Nahrung und Getränke, die man aufnimmt, diese beiden inneren Organe vielleicht von Plastikrückständen betroffen sein könnten. Und was man tatsächlich findet ist, und da gibt es nicht viele Studien, also deswegen sind es hier auch, sind es Daten, die muss man, also sind mit großen Fehlerbalken behaftet, aber was man sieht ist, dass chronische Lungenerkrankungen, chronisches Nierenversagen, dass diese Zahlen sehr stark hochgehen seit den 50er Jahren. Natürlich werden die Menschen auch älter, da gibt es noch eine Alterskorrektur, die da reinkoppeln muss, aber die allein erklärt diesen Anstieg nicht. Und die Frage ist, welche Rolle spielen da Plastik, Nanopartikel, Accumulation in diesen inneren Organen? Und da müssen jetzt mehr Studien her. Und es gibt wirklich, also diese Frage ist nicht beantwortet. Ist es vielleicht auch Feinstaub, anderer Staub, aber spielt wirklich Plastik eine Rolle? Das ist also eine offene Frage, aber diese Daten sind da, dass es Anstieg solcher Krankheiten gibt, wie es noch zu erklären gilt. Zwei Experimente, die jetzt gerade ongoing sind, getriggert, also da sind wir gerade dabei, Ergebnisse zu erzielen, getriggert hier von dieser Studie in Environmental Science and Technology. Da haben die gängige Teebeutel genommen, die aus Plastikfasergewirk hergestellt sind und haben die überprüft, so wie man Teebeutel halt aufgießt, und haben festgestellt, dass irgendwie 11 Milliarden Mikro- und Nanoplastikpartikel in so einem einzelnen Teebeutel, also aus so einem einzelnen Teebeutel generiert werden können, wenn man ihn mit Wasser überbrüht. Das ist natürlich bedenklich. Und dann haben sie diese Plastikpartikel hier auch so Wasserflöhen gefüttert und haben festgestellt, dass die mit diesen Plastikpartikeln gar nicht gut umgehen, dass sie also in ihrer Entwicklung verändert werden, was natürlich noch kein notwendigerweise Rückschluss auf den Menschen zieht, aber was auf jeden Fall mal eine Beobachtung ist. Und so sehen diese Teebeutel aus. Da gibt es welche, die sind aus Polyamid, aus PET oder aus Polylactat. Das ist so eine im Prinzip verrottbares Plastik. Ja? Also solche Beutel kann man kaufen. Und diese Experimente machen wir gerade. Also überbrühen, hier filtern, mit den Mikroskopen gucken, abzählen und
und auch solchen Organismen, also Wasserfliegenzwittern, aber auch einzelnen Zellen sozusagen zuführen und wie das passiert. Und diese, das ist jetzt der Schluss meiner Präsentation, diese Ergebnisse will ich jetzt noch schnell mit euch teilen. Also wir haben hier so einen Wasserfloh, wir haben den diesmal für das erste Experiment mit oxidischen Partikeln gefüttert, das Plastikexperiment ist gerade ongoing. Wir sehen hier den Darmtrakt. Jetzt haben wir hier mit unseren Mikroskopen, im Lichtmikroskop können wir diesen Darmtrakt hier sehen, der ist gefüllt mit Partikeln, mit höher auflösender Mikroskopie können wir jetzt genauer hinschauen. Dann nutzen wir hier unser Helium-Ionen-Mikroskop und da sehen wir jetzt hier verschiedene Auflösungen, immer wieder dieser Darmtrakt. Da können wir jetzt sehr genau in den Darm hineingehen, in diese einzelnen oxidischen Plastikpartikel. Das war jetzt Titanoxid, wie es in der Kosmetikherstellung verwendet wird, auflösen. Ja, können wir wieder molekulares Fingerprinting machen, sehen also mit Raman tatsächlich, dass es sich hier um Anatase beispielsweise handelt. Ja, können wir korrelativ arbeiten mit dem Nano-GPS, diese verschiedenen Messmodalitäten miteinanderlegen. Und haben jetzt hier nochmal genauer in diesen Darm geschaut, sehen wir also die Darmzotten, sehen wir das Innere des Darms, hier sind die Nanopartikel, sehen wir das Äußere des Darms, das hier sind wahrscheinlich Artefakte von der Präparation. Können hier auch nochmal im Rasterkraftmikroskop, auch mit Nano-GPS die gleiche Stelle finden und diese Partikel hier nochmal angucken und hier wieder verschiedene Messmodalitäten kombinieren. Das sind Experimente, die würden wir auch gerne an weiteren Proben, also auch an Proben, die jetzt vielleicht bei euch hier aus dem Klinikum kommen, wo es ja im Wesentlichen um Darmuntersuchungen geht, das würden wir irgendwie hier gerne auch weiterführen. Und wir haben es jetzt hier an Nierenzellen gemacht, die hier aus diesen Filterorganen der Niere kommen. Da gibt es im Prinzip 6 verschiedene Zelltypen in der Niere. Wir haben hier die Podozyten genommen, das sind hier dieser grüne Zelltyp, der besonders anfällig ist, der auch im Laufe eines Lebens nicht wiederhergestellt wird. Wenn so ein Podozyt kaputt ist, ist er kaputt und dann kann die Niere an ihrer Filterwirkung verlieren. Die Podozyten, die Nierenfilterkörperchen können absterben und eine chronische Nierenerkrankung Folge sein mit Dialysepflichtigkeit. Also diese Proben finden wir aus dem Uniklinikum Erlangen und haben jetzt hier mal diese Podozyten als Zelltyp mit diesem Plastik gefüttert. Und was wir hier sehen, ist hier Plastikpartikel, die sind hier auf so einer Podozytenzelle, die hier angefüttert wird mit Nährlösungen. Da sehen wir hier, Partikel liegen oben drauf, aber es gibt auch Partikel, die sind schon eingebaut in die Zelle. Und dann gibt es auch schon Zellen, die haben so stark unter der Vergiftung durch dieses Plastik gelitten, dass diese Zellen hier tot sind. Das sind die hier haben Ärmchen und sind so dreidimensional, die hier sind schon flache Fangkuppen, die sind also schon kaputt. Und das haben wir durch dieses Experiment in der Kulturschale, aber von diesen Nieren, menschlichen Nierenzellen, die hier kultiviert wurden, realisiert. Jetzt muss man halt gucken, dass man diese Experimente weiterführt und diese Vergiftung vielleicht die Dosis reduziert, um hier Erkenntnisse zu gewinnen, wie stark verschiedene Plastikarten hier mit den Podozyten, also mit diesen Nierenzellen wechselwirken und was man daraus für Erkenntnisse ziehen kann. Für uns als Mikroskopiker war es wichtig, wirklich wieder so eine Korrelation herzukriegen, also hier Lichtmikroskop, Raman-Spektroskopie, Rasterelektronenmikroskopie hier zu kombinieren, ein und dieselbe Nieren, also Podozytenzelle anzuschauen. Und da haben wir mal eine gesunde und hier eine mit Plastik vergiftete. Und hier sehen wir im Raman-Spektrum die verschiedenen Plastikpartikel, kann man plötzlich machen. Diese Zelle war also schon völlig desintegriert durch die Vergiftung mit dem Plastik. Diese Zelle war noch intakt. Und also solche Studien werden wir jetzt in größerem Spiel für verschiedene Zellen und auch Organoide, ja nicht nur der Niere, sondern auch andere innere Organe durchführen. Das habe ich hier für dich reingemacht, Christian, das AFM. Mit dem AFM, was wir hier machen, können wir also auch mit dem Nano-GPS die gleiche Stelle finden, denn auch das hat hier eine Aussparung, wo die Topografie
mit der ASM-Nadel messen kannst, auch wieder hier den Nullpunkt kalibrieren und wieder ein und dieselbe Zelle finden. Und hier haben wir Steifigkeitsmessungen gemacht an vergifteten Zellen, mit Plastik vergifteten Zellen und sozusagen Kontrollzellen, die nicht mit Plastik gefüttert wurden. Und da können wir in den mechanischen Kenndaten schon Unterschiede sehen. Also sozusagen Stress, den die Podozyten durch Plastikvergiftung sehen, den sehen wir hier in der Steifigkeitsmap und den Unterschiede. Da müssen wir jetzt natürlich statistisch signifikante Zahlen und Experimenten machen. Auch das ist ein Experiment, das gerade gelaufen ist. Und damit wir nicht immer alle Partikel einzeln zählen müssen, haben wir gesagt, wir müssen uns hier der Algorithmik des maschinellen Lernens widmen. Wir haben also hier Deep Learning in Form des maschinellen Lernens und der übergeordneten künstlichen Intelligenz. Da haben wir hier wenige Experimente aus dem Mikroskop, wo wir Partikel hier identifizieren und zählen an mikroskopischen Bildern, haben über den Umweg der Simulation viele Bilder, viel mehr als wir jemals aus unserem Mikroskop herausholen können, synthetisch hergestellt, haben damit ein neuronales Netz trainiert, was dann automatisch, ein so trainiertes Netz kann dann automatisch Partikel identifizieren auf Bildern, die das Netz vorher nicht gesehen hat. Also übliches Vorgehen bei diesem Deep Learning, maschinellen Lernen, Trainieren eines Netzes, dann automatisches Identifizieren von trainierten Informationen. Und wie das hier aussieht bei solchen Partikeln, das sehen wir hier, haben wir also Partikel in unseren elektronenmikroskopischen Bildern. Dann ist einer hergegangen, ein Mensch, und hat die alle eingekreist mit der Hand, einen nach dem anderen, hat das, was wir Ground Truth nennen in diesem maschinellen Lernen, also hat damit sozusagen das Lernmaterial, das Trainingsmaterial für den Algorithmus generiert. Und dann haben wir hier unsere, basierend auf dem, was wir gelernt haben, haben wir hier synthetische Bilder erzeugt. Ja, haben also hier Partikel auf Oberflächen fallen lassen, haben jeden einzelnen Frame als synthetisches Ausgangsmaterial für das Training unseres Algorithmus genommen, hatten deswegen quasi unendliche Mengen an Trainingsdaten und haben damit sehr gute neuronale Netze, die automatisch unsere Partikel extrem gut, eigentlich so gut wie ein Mensch, der das hier mit der Hand eingekreist hat, identifizieren können. Das können wir anhand dieser Bilder sehen. Also man sieht eigentlich keine Unterschiede, auch nicht, wenn man hier das Zählen anfängt und quantitativ auswertet, ist hier das Ground Truth Data, was ein Mensch gemacht hat, und das, was das Netz automatisch identifiziert hat, hat geklappt. Und das können wir jetzt an allen möglichen Bildern machen. Also wenn dieser Algorithmus jetzt eintrainiert ist, ist man hier sehr gut in der, wir nennen es Segmentierung, also in dem automatischen Erkennen von solchen Partikeln. Und das haben wir jetzt hier auf Plastik angewendet. Ja, hier diese Proben von der Schneestudie, da haben wir alle möglichen verschiedenen Plastikpartikel auf unsere Proben gefunden. Hier ist mal so eine Auswahl von runden, eckigen Konglomeraten. Und das ist hier die automatische Segmentierung. Also unser Netz hat jetzt automatisch gefunden. Und damit können wir jetzt im großen Stil auch verschiedenste Proben automatisch segmentieren, quantitativ auswerten. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Silke, ganz herzlichen Dank für diesen faszinierenden, aber auch eigentlich erschütternden Vortrag. Ich möchte gleich noch einmal darauf hinweisen, dass Fragen in das Chat oder an die Frau Brandstätter geschickt werden können oder am besten über Q&A, und sie wird diese dann hier aufschreiben und präsentieren. Und ja, ich würde sagen, wir haben schon ein paar Fragen. Bitte, Silke, vielleicht kannst du die erste Frage von Petra Christöffel, einer Doktorandin bei unserem Polymer-Kompetenz-Center in Leoben, beantworten. Welcher Kunststoff kommt mengenmäßig am häufigsten als Mikroplastik vor? Liegen dir da Untersuchungen vor? Ja, das war auf der einen Folie am Anfang zu sehen. PA, Polyamid, ist am häufigsten. Ich hätte gedacht, PET, ja, von all diesen ganzen Flaschen. Aber wenn wir jetzt hier schauen, da seht ihr,
Bin ich noch geschert? Nein, bin ich nicht. Ne? Das, nein, das habe ich jetzt übernommen. Soll ich noch mal kurz stoppen? Ja, also dann könnte ich noch mal das Bild schnell zeigen. Genau. Also hier, ich habe gesagt Polyamid, das stimmt gar nicht. Polyethylen, PE, sorry. Hier diese ganzen, wo die ganzen Plastiktüten draus sind und so Storage-Container. Dann Polypropylen, PP, das sind zum Beispiel Schraubdeckel von Plastikflaschen, aber auch von Glasflaschen. Dann Polystyren, das ist so hier Plastikbesteck und solche Sachen. Und dann Polyamid, da hatte ich gedacht, dass das am meisten ist, hatte ich so abgespeichert, stimmt aber nicht. Also hier sieht man die Rückstände. Und Polyamid sind so Fasern auf Textilien. Und dann hier weiter unten kommt das PET, ne? Polyethylen Terephthalat. Ja, also, ja, das ist hier so. Und hier in dieser Veröffentlichung kann man es nachlesen. Nochmal im Detail. Und das liegt dann als Primärprodukte, ja, liegen hier farblich kodiert. Das ist das, was hier diesem Droplet zugrunde liegt. Also viel Plastiktüten und Container, ja, Storage-Container. Und dann hier Flaschen und aber hier auch Fischernetze und so sind auch okay. Jetzt mache ich Stop-Sharing, ne? Dann. Ja, jetzt werden wir gleich die nächste Frage sehen von Matthias Frühwirth. Gibt es konkrete Maßnahmen, die Sie zur Verminderung des Mikroplastikeintrags in die Umwelt empfehlen können? Das ist natürlich jetzt eine sehr spannende philosophische Frage. Genau. Also, also ich habe eine 16-jährige Tochter, ja, die schleppt mich immer in den Unverpacktladen. Ja, also die nimmt das irgendwie sehr ernst. Wir kaufen auch nur noch im Vintage-Shop Kleider, gut gekleidet mit aus zweiter Hand und so. Und ich denke, natürlich wird das im großen Stil nichts ändern. Also viele Sachen müssen regulatorisch, glaube ich, geändert werden. Aber man kann natürlich, wenn jeder bei sich selber anfängt, ja, kann man weiterkommen oder zumindest also diese Awareness zu verändern. Also zum Beispiel dieses im Vintage-Laden einkaufen, ja, das habe ich früher als Student auch gerne gemacht, aber fast ein bisschen mehr als zum Spaß. Wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, kann man feststellen, man kann gut gekleidet ohne neue Textilien sein. Und ja, oder halt eben auch der Unverpacktladen oder kaufe ich die also Polyethylencontainer für, weiß nicht, die Tomaten sind in Plastik eingeschweißt, immer 500 Grammweise. Kann ich auch die losen Tomaten kaufen? Ja, es ist meistens teurer. Es ist viel billiger, alles immer in Plastikcontainern zu kaufen, als zu sagen, ich mache genau das nicht. Es müsste eigentlich andersrum sein. Es müsste billiger sein, ja, unverpackt zu kaufen. Und das ist es im Moment nicht. Und vielleicht können wir ja da regulatorisch irgendwann auch hin, ja. Weil man die Folgekosten nicht mit berücksichtigt, dann genau. eine Krebsoperation oder Behandlung, nicht? Das ist dann ja, natürlich genau. Genau. Viel und ich denke mir regulatorisch, also als ich Kind war, ja, da ging man irgendwie in den Laden und hat nur lose Tomaten gekauft und so Holztüten hat man dann selbst abgewogen und so. Heute ist das alles vorverpackt und ich glaube, wenn man da wieder zurückgeht und sagt, es muss billiger sein, das unverpackt zu kaufen, ja, wenn da regulatorisch hingearbeitet wird, glaube ich, kann man da schon einiges ändern. Aber da ist die Politik gefragt und da kann man natürlich einfach auch von unten kommen und sagen, man unterstützt solche Sachen wie Unverpacktladen, obwohl er teurer ist, so, also was jeder selber machen kann. Ja, es ist ja auch sehr interessant, dass viele Produkte, die eben der Nachhaltigkeit helfen sollen, also so wiederverwendbare Sachen, dann eben auch selbst wieder aus Plastik gemacht werden. Okay, und dann immer ja. Die Frage ist, so, ist das dann doch so gut? Ja, nee, oder eben auch so Recycling-Experimente. Also ich habe irgendwie nach vielen, vielen Jahren, habe ich letztes Jahr in der Corona-Zeit eine neue Küche bei mir eingebaut und da habe ich dann eine PET-Küche genommen. Ja, also bin gespannt, ob die lange hält oder ob die, also wie die sich verhält.
aber die war aus recycelten PET und das war die einzige Küche, die aus recyceltem Material war. Und das fand ich eigentlich, also meine Kinder haben mich da auch hart bekniet, dass wir dieses Experiment wagen sollen. Und ich glaube, es gibt mehr und mehr Produkte, wo man sagt, also eine Küche, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass die auch recycelt geht. Es geht immer mehr recycelt und man muss die Augen offen halten. Ja? Und ich denke mir, dieses Recycling, also das von diesem Primärplastik, ja, es wird ganz wenig Plastik recycelt, es wird sehr viel verbrannt. Da habe ich eigentlich auch eine Folie, habe ich jetzt nicht in diesem Vortrag, aber es gibt das Ganze auch quantitativ, es ist ein Bruchteil, was recycelt wird, weil es so schwer ist, das zu recyceln, wenn alles gemischt wird. Ja. Aber auch da wird man hinkommen. Ich denke mir, auch bei der EU wird ja mehr und mehr auch auf auch bei Projekten jetzt schon geschaut, dass also in eine dass man eine Kreislaufbetrachtung bei allem Möglichen, was man tut, mit einbeziehen muss. Und es ist gut, dass da einfach darauf geachtet wird. Ja, was nicht recycelfähig ist, wird mit einem Malus behaftet. Und da muss man mehr und mehr hinkommen, denke ich, ja, dass man so auf die Produkte schaut. Ja, jetzt haben wir hier zwei Fragen von meinem Physikerkollegen Roland Meisels. Wie ist die reaktive Giftigkeit von Nanoplastik, also Titandioxid oder Siliziumdioxid? Und das zweite, wie viele Nanopartikel kommen aus mit Leitungswasser nachgefüllten PET-Flaschen? Da kommt es auf das Leitungswasser drauf an. Ja? Also es gibt, wir haben mit Kollegen vom Wasser, von unserem Wasserwerk in Knipingen mal zusammengearbeitet und die haben gesagt, also wir wollen mal gucken, wie ist denn das mit dem Wasser? Das kommt nicht nur aus Brunnen, sondern es kommt eben auch Wasser, was wiederverwendet wird, also was in den Kläranlagen aufbereitet wird und dann dem Endnutzer wieder zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, Wasser, was mehrfach durch menschliche Organismen durchgelaufen ist. In diesem Wasser reichert sich alles Mögliche an, unter anderem auch Plastik und aber natürlich auch, auch Pharmakarückstände. Und dann gibt es halt Gegenden, wenn man irgendwie auf dem Land wohnt, ja, dann ist das aus irgendwelchen Grundwasserreservoirs, da ist kein Plastik drin. Ja. In einer Stadt wie New York, Tokio und Delhi, ja, ist das Wasser vielfach durch den menschlichen Organismus gelaufen. Und ich glaube, deswegen kann man das nicht so einfach beantworten. Also je nachdem, wo Sie sind, hat Ihr Leitungswasser Rückstände oder nicht, je nachdem, ob es eben aus Grundwasser ist. Ein kurzer Kommentar von mir. Wir sind hier in Leoben und das Foto mit dem Enzian hinter mir kommt aus den Bergen hier, von denen wir in der Stadt, wo ich lebe und in Leoben das Wasser bekommen und selbst in Wien, Ronald. Ich glaube, bei euch ist gut. Ja. Ronald, selbst genau. In Wien, wenn du Glück hast und von der Hochalpenwasserleitung aus dem Hochschwab das Wasser bekommst, dann ist es wahrscheinlich besser. Aber auf jeden Fall eine interessante Frage und auch eine interessante Antwort, Sigge. Und zum ersten Teil. Und die oxidischen Partikel, ja, die oxidischen Partikel sind ja in so Cremes, Sonnencremes und so weiter drin. Da ist es auch eine Frage der Größe. Die Partikel sind meistens größer und die Partikel, die auch wir hier angeguckt haben, die werden eigentlich ausgeschieden. Also verhalten sich erstmal gutartig. Ja? Wenn die jetzt natürlich sehr klein werden, also ich sage jetzt irgendwas, 20 Nanometer Titanoxid, hat kein Mensch studiert. Ob die dann zellgängig sind, das weiß man nicht, denke ich. Also ich weiß es zumindest nicht. Ja? Mir wäre da keine Studie bekannt. Und von daher denke ich mir, je kleiner, desto gefährlich, egal um was es sich handelt. Da muss man einfach gucken. Ich glaube, da ist die Wissenschaft jetzt auch gefragt, wirklich Datenpunkte zu erzeugen, die es im Moment noch nicht im großen Stil gibt. Jetzt ist hier eine sehr interessante Frage von Thomas Meisel, der diese Kooperation mit der MedUni initiiert hat, zum Biofouling. Wie könnte man den Biofilm auf diesen Mikro-Nanopartikeln studieren und inwieweit stören? Stört der die spektroskopische Untersuchung? Also der Biofilm, das haben wir auch gemacht, habe ich jetzt auch in diesem Vortrag nicht drin gehabt, mit unserem Röntgenmikroskop, ja, was sozusagen ein etwas höher aufgelösendes CT ist, können wir solche Partikel, und da haben wir Partikel, die bekommen von unseren Kollegen wieder hier aus Helgoland, die haben
so Forschungsschiffe mit Plastikpartikeln, einmal Arktis und zurück, dem Meerwasser ausgesetzt, ja, also diese Experimentiereinheiten, die auf diesem Forschungsschiff Sonne mitgefahren sind, wurden immer mit dem Wasser, mit dem aktuellen Wasser, in dem sich das Schiff gerade befand, gespült. Das heißt, die haben Sonne gesehen, die haben Meerwasser gesehen, die haben also sich verändernde Temperaturen und Zusammensetzungsbedingungen gesehen und es haben sich Biofilme gebildet. Im Röntgenmikroskop sieht man die, also verglichen mit den Plastikpartikeln ist dann die Oberfläche, ist anders zusammengesetzt, weniger dicht und im Röntgenmikroskop kannst du das auflösen. Und von daher kannst du also Biofilme sehen. Die spektroskopische Untersuchung wird mit den Lasern, mit denen wir angeregt haben, nicht gestört, denn Wellenlängen im sichtbaren Bereich dringen tief in den Partikel ein, gehen sogar durch den Partikel durch und nur wegen dem metallischen Film, von dem ich gesprochen habe, ja, der das Laserlicht reflektiert, dringt es nicht noch viel, viel tiefer ein. Das heißt, der Biofilm ist so wenig Volumen verglichen mit dem Partikel, der drunter ist, dass der Biofilm nicht stört. Anders wäre es, und das Experiment haben wir nicht gemacht, wenn wir mit UV-Lasern anregen. Der dringt nur wenige Nanometer ein, das heißt, der würde dann im Wesentlichen im Biofilm sein oder vielleicht nur ein bisschen in den Plastikpartikel drunter. Da würde man Signaturen aus dem Biofilm sehen. Das Experiment haben wir nicht gemacht. UV-Anregungen hätten wir zwar, ist immer ein diffizileres Experiment und verbrennt auch viele organische Materialien. Das ist also eine interessante Frage, könnten wir wirklich mal anschauen und müssten wahrscheinlich mit dem Verbrennen uns ein bisschen rumschlagen und vielleicht geht es auch nicht, ja, weil das Ganze sofort wegbrennt, aber ist etwas, könnte man studieren, guter Punkt, nehme ich gerne auf, danke für die spannende Frage. Ja, Silke, für mich war also neu, dass eben so viel Autoabrieb auch zur Mikroplastik beiträgt. Und wir hatten hier schon andere Vorträge zu natürlich Verkehr und Raumplanung. Und wir haben in Leoben, du weißt es vielleicht von deinem letzten Besuch, ein Stahlwerk, das produziert Eisenbahn- und Straßenbahnschienen für die ganze Welt. Und der Abrieb auf Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen, den auch die Kollegen hier im Stahlwerk Donauwitz und in unserem Material Center Leoben untersuchen, also wie viele Überrollungen oder nach wie vielen Überrollungen dann die Oberfläche einer Eisenbahnschiene so und so aussieht. Das ist natürlich wahrscheinlich wesentlich weniger gefährlich, ja, dieser Abrieb, als der Abrieb von synthetisch hergestellten Autoreifen. Ja, also das mit den Autoreifen, ich glaube, das hat alle Welt so ein bisschen beeindruckt, ja, dass das ein Drittel sein soll. Ich glaube, das hätte man nicht gedacht. Und ich meine, Deutschland ist ja so ein Autoland. Ja, die Leute sagen jetzt, naja, irgendwie Mobilitätswende brauchen wir. Da machen wir jetzt ein paar Batterien irgendwie ins Auto und dann ist alles gut. Die Autos werden schwerer, der Reifenabrieb wird dadurch mehr. Und dieser Teil der Rechnung wird überhaupt nicht betrachtet. Ja, und den betrachten halt nur die Leute, die sich auch mit diesem Plastik, also diese Erkenntnisse, die wir jetzt hier haben, auch haben. Und von daher denke ich in der Politik, aber natürlich auch in den Lobbyverbänden, also die Autolobby ist gigantisch, in Deutschland irgendwie mehr als überall anders, nehme ich mal an. Die wollen sowas sicherlich überhaupt nicht hören. Wir haben bei einem EU-Projekt auch mal versucht, so einen Reifenhersteller in unser Advisory Board zu kriegen. Ja, die haben also Feuer gespuckt, Blitz und Donner und auf gar keinen Fall. Keiner wollte dabei sein, die wollten noch nicht mal mit uns sprechen. Und also schon allein das signalisiert, es ist nicht gewollt, dass dieser Teil der Rechnung einfach zu stark betont wird. Also da ist hier jetzt diese Veranstaltungsreihe. Leider haben wir heute nicht so viele Zuschauer wie oder Zuhörer wie letztens gehabt, aber es werden viele den Vortrag auch noch nachhören. Hier ist die Jugend gefordert und auch, da muss ich ganz stolz sagen, die Leobener Ingenieursstudentenjugend ist aktiv. Sie haben zum Beispiel in einem Shift Tank Awareness beim letzten langen Wochenende einen Cloud-Auflauf organisiert, wo letztlich weltweit über GPS-Routen abgelaufen wurden. Jeder hat die sich selbst gewählt und Plastikmüll und anderer Müll eingesammelt wurden.
Ich glaube auch, dass die jungen Leute, du hast deine Kinder angesprochen, Fridays for Future, wir müssen hier umdenken, wir müssen ganzheitlich denken und fachübergreifend denken, nicht nur eine kleine Milchmädchenrechnung machen und vielleicht noch, was ich immer so auch eigentlich unseren Kollegen in der Kunststofftechnik immer vorgeworfen habe, warum wehrt ihr euch nicht gegen die Auflagen der Kunststofftechnik, Materialien zu produzieren, die nach 5 Jahren verrottet, also abgerieben sind, hin sind. Ja? Also es gibt auch hochwertige Produkte, wo eben viel weniger Abrieb ist, wo man also diese fossilen Rohstoffe ganz anders nachhaltig länger nutzen kann oder eben dieses Recycling. Ja, jetzt sehen wir hier, jetzt muss ich mal schauen, was wir. Ja, die Zusatzstoffe bei der Herstellung, ja. Und PPB, ja, auch dieses PAH und so, also diese ganzen organischen Zusatzstoffe, ja, die bei der Herstellung genutzt werden und die dann irgendwie in der Umwelt, bei diesem Leaching einfach wieder in die Umwelt gelangen, in die Gewässer gelangen und so, in die Böden gelangen. Das ist irgendwie ein großer Punkt und da kommt ein toxischer Cocktail von Organika, kommt mit diesem Plastik in die Umwelt und was jetzt gefährlicher ist, ist halt beides schlecht, ja, und man muss das dann eben ganzheitlich angehen. Und wenn man das Plastik nicht in die Umwelt so sehr entlässt, je kleiner, desto gefährlicher, aber auch natürlich mit je kleiner, desto größer die Oberfläche, desto mehr kann geleacht werden, ja. Beides muss man sozusagen im Bundle behandeln und adressieren. Und das ist also mit diesen Umwelteffekten von den Zusatzstoffen ein wichtiger Punkt und also auch brandgefährlich. Ja. Ja, danke Thomas für den Hinweis. Willst du noch etwas dazu kommentieren, Thomas, vielleicht? Dann kannst du das auch noch schreiben. Frau Brandstätter, gibt es jetzt noch Fragen? Wir haben jetzt so fast 1,5 Stunden. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Bitte, wer noch Fragen hat, die bitte stellen. Ja, also derzeit habe ich keine Fragen mehr bekommen. Aber vielleicht noch eine eigene, könnte ich mir vorstellen. Ja. Naja, ja. Was mich jetzt noch ein bisschen so interessiert hat, das ist ja jetzt viel über Tierversuche gesprochen worden. Hat es da schon mal so Rückmeldung gegeben, das irgendwie anders zu machen oder? Ja, also dieses Experiment mit den Podozyten, dass wir Human-Derived Cells, ja, also das sind menschliche Nierenzellen, die in der Kulturschale kultiviert werden und dann eben mit Plastik vergiftet werden sozusagen. Das ist so ein Experiment, um eben genau nicht so viele Tierversuche zu machen. Es gibt inzwischen auch Organoide, die hergestellt werden von verschiedenen, also Darmorganoide, aber auch Nierenorganoide, wo man einfach die Zellen zusammenschmeißt, quasi, die jetzt zum Beispiel so ein Glomerulum bilden, ja, diese 6 Zelltypen, von denen ich gesprochen hatte, kann dann Organoide, also so kleine Organe sozusagen auch in der Kulturschale herstellen. Und nutzt die statt, also inzwischen wirklich vermehrt, weil man das besser kontrollieren kann, um solche Experimente zu machen und um die Zahl der Tierversuche zu reduzieren. Also eine gute Sache, um nicht auf Erkenntnis zu verzichten, ja, und solche Experimente aber nicht an Tier immer machen zu müssen. Also die Aussagekraft wird dadurch jetzt auch nicht eingeschränkt. Genau. Da kann ich vielleicht auch noch zu ergänzen zu diesem Projektantrag. Da ist die Idee, also der Kollege Lukas Kenner von der Uni, MedUni in Wien und hat auch Kontakte zur BOKU und zur Veterinäruni in Wien, der hat eine Kollektion von menschlichen Tumorpräparaten über, ich glaube, Jahrzehnte gesammelt, wo man jetzt im Nachhinein schauen kann, war damals bei der Todesursache bei diesem und diesem Krebs auch Mikroplastik schon im Spiel. Also das ist jetzt ein Zugang, den wir jetzt vorhaben, zusammen mit den Kollegen von unserem Polymerinstitut und Kollegen Thomas Meisel und auch von unserem Mineral Processing, die dann entsprechend auch Testpartikel, die wir dann ja auch wieder
geplant haben, in Rattenversuchen, die genehmigt sind, dann durchzuführen. Ich glaube, es war ein ja, wirklich sehr ernüchternder, aber sehr wichtiger Vortrag. Silke, du hast hier ganz klar auch gezeigt, wie wichtig die Erfahrungen sind aus ganz anderen Gebieten, nämlich der Mikroskopie angewandt für Halbleiter-Nanostrukturen. In Leoben werden viele der Techniken, die du genannt hast, zur Untersuchung metallischer Werkstoffe eingesetzt. Unsere Kollegen von der Geologie nutzen sehr viel Raman. Also, dass man hier Methodenspektrum wirklich korreliert, um diese ganz wichtige Fragestellung, dass man also ganz klar nachweisen kann, um auch jetzt letztlich jedes Argument von denen, die eben dran gewinnen, dass ein Autoreifen nach 2 Jahren nicht mehr benutzbar ist, dass man die eben ad absurdum führen kann und zu neue Lösungen findet. Und da müssen wir schnell sein. Das Thema, wie gesagt, Werner Bothe hat es mit seinem Film überhaupt erstmal die Öffentlichkeit sensibilisiert dafür. Aber dieses Mikro-Nanoplastik, wie du es gezeigt hast, die meisten Veröffentlichungen waren aus den letzten 5 Jahren. Genau. Das geht jetzt los. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, Frau Brandstätter, dann würde ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Silke, für diesen wirklich sehr, sehr engagierten Vortrag. Das nächste Mal wieder dann live in Leoben. Hoffentlich sehr gerne. Bei unserem gemeinsamen Projekt. Ganz herzlichen Dank an Frau Brandstätter für die Moderation heute wieder. Und ich möchte aber nicht enden, um hinzuweisen auf die nächste Triple-End-Veranstaltung heute in einer Woche zur gleichen Zeit. Kollege Marco De Luca vom Methyl Center Leoben wird über keramische Superkondensatoren sprechen, der Weg zu energieautarken mikroelektronischen Systemen. Damit denke ich, es ist 19 Uhr. Nochmal die Frage, gibt es noch eine dringende Frage an unsere Sprecherin? Wenn das nicht der Fall ist, dann übergebe ich zurück an Frau Brandstätter. Ganz herzlichen Dank, Silke. Herzlichen Grüße nach. Wo auch immer du gerade steckst, in Oberfranken, also von der Obersteiermark, beste Grüße nach Oberfranken. Sehr gut. Und das nächste Mal wieder live, ich freue mich drauf. Und danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Christian. Danke. Für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.